Unserem Eindringen in ihre Festung mussten die Orks einen Gegenschlag wagen. Die Frage ist nur, wie hart sie zurückgeschlagen haben. Das werden wir jetzt herausfinden und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Denn die Orks haben sich wohl an den Söldnern gerecht. Und das werden wir jetzt herausfinden, was da abgeht, abgegangen ist. Also reisen wir da mal schnell hin. Mal gucken, was in der Oasis abgeht. Möchtest du noch mehr von meinen Söldnern anheuern? Wo ist Serka? Ich bin Soja, neuer Anführer der Söhne des Untergangs. Die Preise mögen seit deinem letzten Besuch... Wo ist Besuch mein Bruder? Dein Bruder! Auch ich hatte einmal einen Bruder. Sein Name war Serka. Dann tauchte ein Freund auf und Serka vergaß, wer seine Familie war, seine wahre Familie. Wenn er die für ihn sogar sterben! Er dachte, er könnte gegen uns arbeiten, gegen unsere Kunden. Nicht nötig. Ich übergab ihn einem sehr netten Kerl mit dem Namen Usha. Hat eine Kampfgrube, den Zirkus, sehr amüsant. Allerlei Krieger und Bestien. Kaum zu glauben, auf wie viele Arten ein Mann zerfetzt werden kann. Ich komme wieder. Du solltest eine Menge Münzen mitbringen, denn es wird hier keine Familienrabatte mehr geben, mein Freund. Sind die Söldner zum Anheuern jetzt auch teurer geworden? Wäre nicht so geil. Schon los. Ich muss irgendwie da runter. Wir könnten einen Kauf freien lassen. Let's go. Man steht's auf der Brücke. Spezielle Attraktion zu unserem Festival des Bluts. Wahrlich, der Zirkus begeistert immer wieder. Nichts Besonderes. Alles klar, ich bin hier. Bring ihn zu Fall! Sieh dir diesen Hüten! Es ist wichtig, stolz auf deine Arbeit zu sein! Ich kenne deine Schwäche! So, er ist vergiftet, ist das richtig gut schon mal? Ist das Ziel? Kann ja mal 5 machen.
Graugebiete-Deck auch noch. Bestimmt. Oder ist der Graugebiete? Ne, der Graugebiete da oben noch. Ja. Wir sollten diese Bestien mitspielen lassen. Ich sag's nur ungern, aber du hast wahrscheinlich recht. So. Töten wir alles. Wir haben schließlich auch einen kleinen Graub als Freund. Das wird jetzt ein Riesenchaos. Dass die alle überleben und so weiter. Was sind eigentlich die anderen Kreaturen? Auch getötet, yay. Ja. Richtung sollte nicht gegen ihn gehen, aber okay. Bestimmt Zerker. Dann werde ich dir mal Platz machen. So, die zwei sind weg. Jo. Durch Klinge oder Hauer oder Bumm, wir alle bluten zusammen. Wo ist das Blut? Das ist nicht genug. Blut. So. Boah, das war knapp. Aua. Aua. Nicht gut. Aua. So, der ist schon mal weg. Sehr gut. Aua. Das würde keine Zeit. Naja, Zeit. Trinken, halt, trink. Alter, scheiße. Serker, kriegst du den ohne mich down? Wäre praktisch. Ja, aber ich steh's einfach gut. Kann ich also nicht viel. Nur habe ich das Gefühl, Säcke wird uns nicht übernehmen. So. Töte den Säcke. Sehr gut. Ah, nice. Kümmern wir uns um Soja.
Ich sagte also dem stinkenden Oberherrn, dass die Söhne des Untergangs ihm dienen, treu wie eh und je. Saka, warte! Saka ist zurückgekehrt! Saka der Untötbare! Saka der Unerträgliche! Saka der Zerstörer! Aber wenn sich irgendwer von euch mit mir gutstellen will, verlangt Saka der Barmherzige mir eins. Nehmt dieses Stück Dreck und verfüttert es an die Würmer! Nein, nein, nein! Glaubt ihr, ihr werdet es beschützen? Ihr werdet sterben! Ihr werdet alle sterben! Und genauso führt man Söldner an, kleiner Bruder. Bis der nächste reinkommt mit der Armbrust. Hauptsache, sie sind bereit für das, was noch kommt. Gut, den haben wir abgeschlossen im Zirkus. Da haben wir auch die nächste Errungenschaft freigeschaltet. Blut für Gold. Sack ist dankbar für seine Rettung, hat er ein Mörwort gehört, sondern auf die Einstellung von Söldner. Welche Blut für Gold hat 3 Logistikgröße? Bis 2017. Okay, nice. Muss ich auch zunächst alle aus dem Blut für Gold. Oh Gott, okay. Ja, wir gehen nur noch einer. Jo. So, da wollte ich rein. Charakter. Bayern Fähigkeitspunkt. Hauptmänner, die wieder von da. Ja, der war alle von der Ausrüstung. Ja, das sieht nicht mehr. Hier logistisch. Ja. Machen wir das. Jetzt brauchen wir jetzt Fähigkeitspunkte mittlerweile. Können wir mal schon mal 9 anheuern. Ja, hier sind es auch billiger geworden. Gucken wir uns mal die ganz gut an. Die Qualität hat höhere Werte. Überlebende. Wächter. Wahrscheinlich Feuer und natürlich ein bisschen angreifen. Der ist solide. Schön kränklich. Ist, okay, das ist nicht so geil. Entzartung zum. Nein, der gefällt mir nicht. Gut, der Messer gibt von mir waren verstört. Wieder belebe. Belebt ausblutende Feinden. Das ist richtig geil. Waffe in der Tod eines benannten Söldners beobachten. Das ist richtig kacke. Richtig nice. Barsche Angst vor Spinnen. Ja gut, Spinnen sind nicht so häufig. Aber das ist auch nicht so gut. Seht ihr die ganzen guten hin? Feuerbomber. Furchtbar Graus. Das ist auch nicht schlecht. Aber das hier war, glaube ich, noch der Beste. Wir heulen ihn an. Wir setzen kein Leib, denn wir setzen nicht Gift und Feuer. Aber wir könnten ihn sogar schon für eine Tötung einsetzen. Nein, aber bis zu Erzfeindaufträge. Das wäre ja was. Gucken wir kurz zeitmäßig. Gut. Wir haben noch Zeit. Da würde ich sagen, machen wir das auch direkt mal. Geh wieder rein in deinen Auftrag. So, da ist er. Ah, das ist ja noch machtvoll. Können wir auch gleich nutzen. Gegen Dusch der Freundliche.
Was wissen wir über ihn? Welche Immunität gegen Fluch, Feuerwehr, Goldkrieger, Fallensteller. Gucken wir mal. Wird schon schief gehen. Kann auch meine beiden Häuptlinge oder Hauptmänner dazu rufen. Sollte das klappen. Kommt einer her, ist er tot. Den Kontrollpunkt verlieren sie. Ja. Ich hab gerade mit mir auch zwei Bolzen natürlich. Da war ein Kopftreffer. Bei der Kopftreffer. So. Ja. Niederlegen und reden wie Freunde. Ja. Nein? Warum nicht? Warum sind wir keine Freunde? Ja. Weil ich keinen Bock auf dich hab. Du bist ein Problem. Ach, stimmt, der Simon ging in Richtung. Ich glaube, ich überlasse das Kämpfen einfach. Denen. Die sollten es schaffen. Banner hat nur ein Problem. So, nice. Sehr gut, Nora hat aufgeräumt. Level drauf. Wir steigen auch fast ein Level auf. Sehr gut. So muss es sein. Kann man hier Erinnerungen machen. Das hat sehr gut funktioniert. Gehen wir auf die Armee. Nur sucht ihr noch einen anderen. So, der hat jetzt schon niemanden mehr. Der hat noch zwei. Der hat noch einen. Zwei. Der hat noch einen. Gut. Aber warum kann ich keinen Befehl erteilen gerade? Sehr schön, neuer Fähigkeitspunkt. Mehr Rabatt, eine Idee. Jetzt dann hier mal auf mehr Bolzen. Ah, es gibt gerne Giftbolzen-Update, okay. Machen wir mal das. Lohnt sich das? So. Da ist hier noch das Gute. Geschichtete Kette. Das ist wirklich schon für eine Feuerexplosion. Ui. Nice. So, eigentlich bin ich jetzt in der Armee. Warum kann ich ihn? Du kannst einen momentan dabei rufen. Nein, habe ich den wenigen. Oh, schade. Dann. Keine Ahnung, muss ich einfach nur irgendwo hinreisen. Dann ist er nicht mehr. Und jetzt müsste ich ihn wieder befehlen können, ja. Tötung. Ja, bis jetzt ist der eh alles aufräumt. So, mal gucken wir mal, wo ist der Auftrag? Hier drüben. Da ist ein Stückchen Weg.
Sie müssen am Arsch der Welt. Aber gut. Mama did noch. Finden wir unterwegs zufällig noch Sachen vor Dingen. Viktorienaufträge. Da ist das kleine Tor. Das kleine Steintor, da dürfte was sein. Ja, da liegt eine Tor und Verbesserung. Sehr gut. Als der Untergang der Numenora schließlich kam, wurden ihre Feuer bald ausgelöscht. Hat er etwas mit einer... Ja, jetzt können wir die Feuerbomben. Nun, ich sehe kein Wasser hier draußen. Also finden wir heraus, wie heiß wir dieses Ding brennen lassen können. Die Idee dabei ist, dass es deine Feinde verbrennt, während du sie gleichzeitig zurückstößt. Meine Art von Idee. Ja, damit können wir uns das Feuer... Explosionen und Feuerpfeile. Ich schätze, das sollte ich Thorwin bringen und ihm einfach vertrauen. Schließlich lässt mich seine Arbeit von Klippen stürzen. Hm. So gesehen. So, halt auf einmal hoch. Und dann starten wir den Vorratsabzug. So. Gucken wir mal kurz in die Details rein. Panische Angst vor Schleichangriffen. Hihi. Weichschädel. Scharfschützenschuss ist hässlich. Aber kriegen wir hin. Nein, ich muss natürlich starten. So. Starten wir ihn. Passt auf unsere Schätze auf! Und nichts klauen, wenn euch eure Finger lieb sind! Wir schnappen uns diese Vorräte. Drei Hinrichtungstötungen. Jetzt der Tag? Oh, es ist Erntezeit für Innereien. Ich bin kein Tag. So, eine Hinrichtung. Noch Münzen. Toll, es ist nur noch er da. So. Wenn keine neuen kommen, ist ein bisschen blöd. Okay, das zählt nicht, das ist blöd. Dann haben wir nichts. Hm. Ah, da oben ist was. Ja, easy. Da habe ich nichts anderes erwartet. Sehr gut, kriegt doch mal Level drauf. Hallo, ich würde gerne... Da... von der Leiche mir was abholen noch, und dass da vielleicht ein paar Heiltränke drin sind. Ich glaube, es wird auch generell alles aufgefüllt. Ja, es scheint, es würde absolut alles immer aufgefüllt werden. Ist natürlich richtig geil. Gut.
Aua. Du siehst lustig aus, Arkenner. Bade in der Pracht. Blutaxt. Betrachte sie in all ihrer Herrlichkeit, denn sie wird dein Ende sein. Sie sprach zu mir. Wie sehr sie sich nach deinem warmen Blute sehnt. Sie will in deiner Essenz baden, sich an deinem Tod ergötzen. Und was die Blutaxt will, das gebe ich ihr. Mhm. Naja, dich kriegen wir auch down. Alle tot. Ja, das war ein zweiter. Können wir uns mit dem Moment fertig. Und tot. Er ist aber verbrannt. Auf den Hoffnung, dass er das nicht überleben wird. Da ist auch noch einer. Aber müssen wir den jetzt nicht beschäftigen. Da liegen auch noch Münzen, die nehmen wir noch mit. So. Gut. Dann schauen wir uns die Fähigkeit rein. Zwei Punkte wieder sehr gut. Ja, wir gönnen uns jetzt hier mal drittes Ding. Und dann gehe ich nochmal auf Logistik. Dann Inventar. Hier ist noch was dazu gekommen. 100 plus 3, wenn ein Volksmann einen Feind tötet. Okay. Und dann würde ich gerne noch einmal Söldner anheuern. 3,6 kosten die mittlerweile. Die kosten 1,8. Und zwar die an, was die so können. Panische Angst vor Untoten, ja gut, das darauf werden wir hier nicht treffen. Du hast ja solide. Anfällig für Bestien, Heilertötung. Der ist richtig geil, Feuerfest und Giftfest. Wir heuern ihn an. Und lagern wird unser Ritter Leutnant. Auf die drei. Der Mutterlose. Oh, er ist voll feuerfest, das ist ziemlich praktisch. Eigentlich müssen wir nämlich Gift ersetzen. Wo ist Gift? Hier. Weil Gift hat das Entflammer. Und das killt ihn. Früher oder später. Ja, wir müssen ihn ersetzen. Gegen jemanden, der bisschen Futter. Feuerfest. Das wäre eine Möglichkeit. Hier ist ein Giftfest. Bisschen Zerner brauche ich auch nicht. Irgendwo Pinflug nehmen.
So. Wechseln Position. Damit das Gift weg. Er ist neuer Kommandant. Und er wird mein neuer Leibwächter. Kann ich den auch verbessern? Nee, kann ich nicht. Drei Bodyguard wechseln, nee, passt. So. Gut. Dann verabschiede ich mich jetzt an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wenn ja, schreibt es mir auch in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.